Yeah! Boom, 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 yeah! Hallo und herzlich willkommen hier bei den Saxophon Praxistipps. Hit the Road Jack, yeah! Toller Song, ja, Klassiker von Ray Charles. Und heute will ich dir zeigen, wie du dazu mit ganz einfachen Mitteln improvisieren kannst. Ja, sehr beliebter Song auch zum Spielen, weil es hat eigentlich nur diese vier Töne oder vier Akkorde. Boom, 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 boom. Mehr passiert da nicht. Ja? Kann man also ganz leicht bei einer Session spielen, ohne großen Aufwand. Und du kannst natürlich auch sehr leicht dazu improvisieren. Yeah! Schauen wir uns mal die Tonart an. Das wird sehr, sehr gerne gespielt in A-Moll. Ja? A-Moll ist so eine typische Tonart, die gerne in der Popmusik gespielt wird oder Pop-Songs oder Hit the Road Jack ist ein Soul-Titel. Das wird einfach deshalb gerne in A-Moll gemacht, weil solche Songs werden oft am Klavier oder an der Gitarre komponiert und da liegt A-Moll einfach gut in den Fingern. Viele weiße Tasten. Und da müssen wir Saxophonisten natürlich transponieren. Ja, das ist ja immer so ein Thema für uns. Ich habe auch schon viele Videos gemacht zum Thema Transponieren. Wenn dich das interessiert, schau mal in meiner Playlist. Gib da einfach einen Suchbegriff ein und dann findest du das. Ich habe jetzt mein Altsaxophon hier. Wenn du Tenorsaxophon spielst, dann bleib auf jeden Fall am Ball, weil ich werde das sowohl fürs Altsaxophon als auch fürs Tenorsaxophon erklären. Also A-Moll. Wenn du Altsaxophon spielst, dann musst du immer eine kleine Terz runterdenken. Ja, kleine Terz runter oder eineinhalb Töne runter und dann sind wir in Fis-Moll. Klingt schon ein bisschen merkwürdig. Ja, okay. Jetzt mache ich es mal fürs Tenorsaxophon. A-Moll. Du musst immer einen Ton hochdenken und dann bist du in H-Moll. Und jetzt will ich die Töne mal durchgehen. Wenn du zu diesem Song improvisieren willst, kannst du das natürlich sehr, sehr gerne machen mit unserer Geheimwaffe, nämlich die Blues Scale. Ja, mit der Blues Scale kannst du zu vielen, vielen Songs spielen. Vor allen Dingen so in der Popmusik, Rockmusik, Soul, Reggae, alles, was da noch kommt. Und da kannst du also wunderbar mit dieser einen Tonleiter über einen kompletten Song improvisieren. Wenn wir in A-Moll sind, Altsaxophon in Fis-Moll. Jetzt will ich dir die Fis Blues Scale einmal vorstellen. Die hat die Töne Fis, A, H, und dann kommt die Blue Note C und dann Cis, E, Fis. Und jetzt fürs Tenorsaxophon, das wäre dann die H Blues Scale mit den Tönen H, D, E, und jetzt kommt die Blue Note F und dann Fis, A, H. Ich spiele die Tonleiter einmal vor. Falls du dein Saxophon ausgepackt und parat hast, können wir das gerne dann mal gemeinsam spielen. Ja, aber erst spiele ich hier die Tonleiter vor. Du kennst ja schon, ich spiele immer so ein bisschen vom Bildschirm weg, weil ich hier bei mir zu Hause ganz einfach, ganz simpel mit meinem Tablet aufnehme. Da ist das Mikrofon nicht so doll. Da klingt das Saxophon immer ein bisschen laut und ein bisschen hart. Bei den Saxmasters hier in meiner Online-Saxophonschule machen wir das natürlich viel professioneller mit mehreren Mikros, mit mehreren Kameras. Aber hier ganz einfach und deshalb spiele ich vom Bildschirm weg. Einmal spiele ich es dir vor. Und jetzt können wir es mal gemeinsam machen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt will ich auch mal zeigen, ob das funktioniert. Ja, ich lasse mal ein Playback laufen. Da hören wir Hit the Road Jack. Und dazu spiele ich dann mit den Tönen. Ich werde erstmal wieder die Tonleiter nur mal hoch und runter spielen. Dann ein bisschen mit den Tönen rum improvisieren. Dann wirst du merken, ob es funktioniert oder nicht. Jetzt bin ich kurz weg, um das Playback einzurichten. Bis gleich. Thank you.
und so weiter und so weiter. Und du merkst, es funktioniert. Ja, also ich habe erstmal die Tonleiter hochgespielt, einfach. Dann habe ich die Tonleiter so ein bisschen rhythmisch variiert. Dann habe ich mit den ersten beiden Tönen der Tonleiter angefangen. So ein bisschen damit rumgespielt. Man kann oft mit ganz wenig Tönen kann man schon sehr interessante Dinge machen. Und du merkst, es funktioniert. Du kannst also zu dem Playback oder zu dem Song Hit the Road Jack mit den Tönen der Blues-Scale improvisieren. Yeah! Wenn du Lust hast, besuch mich mal hier bei den Sax-Masters, meiner Online-Saxophonschule. Wir haben natürlich auch einen Improvisationskurs und da wird natürlich auch Hit the Road Jack vorkommen. Und da werden wir das ganz genau machen. Da kannst du selber zum Playback weg, dann ausprobieren und improvisieren. Ich mache das dann auch. Ich erkläre dir viele Dinge, die du da machen kannst. Ich erkläre dir auch ein paar Licks und Blues Scale und Pattern und so. Zeig dir also sehr genau, wie es geht. Yeah, und das Schöne ist, auch im Improvisationskurs gibt es einen kostenlosen Testmonat. Das heißt, du kannst es einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Und wenn dir das dann gefällt, dann wirst du ein Sax-Master-Schüler. Da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.